Und ich war auf Sylt bei einer Lesung und da war Eckhard von Hirschhausen auch bei der Lesung drin. Und nachher haben wir uns darüber unterhalten und haben da 3-4 Stunden Witze erzählt, noch anschließend. Und da hat die Agentur, die Herbert von ihm gesagt, Mensch, das ist so toll, was ihr da gemacht habt, wollen wir daraus nicht einen Abend machen? Und dann haben wir einen Abend gemacht in der Bar Jeder Vernunft in Berlin, in Hamburg im Tivoli, später auf der Lit Cologne und so weiter. Und ich habe nebenbei auch ein Buch geschrieben. Ich habe aus meinen Witzesammlungen ein Buch gemacht, das sollte nicht so viel werden, aber es ist jetzt fast ein 400 Seiten Buch geworden. So ist das gekommen. Der erste Witz, den Freud erzählt, der ist gar nicht schlecht, das ist auch ein Freudscher Versprecher in seiner Sammlung. Da sind zwei Freunde in Wien, der eine geht ein paar Jahre ins Ausland, kommt zurück. Da sieht sein anderer Freund, dass der einen Ring am Finger hat und sagt, du bist verheiratet? Da sagt der andere, ja, Trauring, aber wahr. Das ist der erste freudsche Versprecher, den ich damals kennengelernt habe. Und nach dem funktionieren unendlich viele Witze bis heute. Ich glaube, die Witze sind etwas Ähnliches wie Volkslieder oder wie Märchen oder wie Geschichten. Die sind die einzige Form von modernen Märchen, die entstehen, wenn der Bedarf nach ihnen da ist. Also Gutenberg muss eine Doktorarbeit fälschen, schon sind unendlich viele Witze da. Zum Beispiel, als er damals noch Verteidigungsminister war, kommt ein Handwerker zum Verteidigungsministerium und sagt, ich soll hier den Kopierer reparieren. Da sagt der Pförtner, da haben Sie Pech, der ist gerade in Kundus. Also so entstehen sofort immer Witze aus Situationen. Das ist so, auf Witze darf man auch keinen Ursprung erheben. Sie können nicht sagen, das ist mein Witz, den darfst du nicht erzählen, da musst du Tantiemen zahlen. Witze gehören alle. Jede Frau sagt mir zunächst, also ich kann überhaupt keine Witze erzählen. Es gibt natürlich einen Prototyp des Witzeerzählers. Das ist einer, der sich in Gesellschaft ganz gern produziert. Er könnte ebenso gut ein Pianist sein und den Damen was vorspielen. Er kann aber auch Geschichten und Witze erzählen. Und ich habe sehr schnell entdeckt, dass ich ein Witzeerzähler bin.